Stell dir vor, du bist an einer Sitzung und du hast eine tolle Idee. Und jetzt bringst du deine Idee ein, aber keiner hört hin. Und dann sagt der Kollege oder die Kollegin genau das Gleiche und alle hören hin und alle finden es toll. Kommt dir das bekannt vor? Dann solltest du dir dieses Video ganz genau anschauen. Mein Name ist Petra Wüst und ich helfe Menschen, mehr Sichtbarkeit und mehr Wirkung zu erzielen. Und ob du Wirkung erzielst in Sitzungen oder nicht, hat viel mit deiner Körpersprache und mit deiner Sprache zu tun. Wirkung erzielst du dann, wenn die anderen merken, dass es dir wichtig ist. Das heißt, du musst körpersprachlich ausdrücken, dass es dir wichtig ist. Sei aufmerksam, sitz gerade da und nimm Raum ein. Wenn du im Sitzungszimmer sitzt, am Sitzungstisch, darfst du dich ruhig ein bisschen breit machen, Raum einnehmen. Auch online, schau, dass man dich gut sieht, gut ausgeleuchtet bist, dass du Kamera anhast, in die Kamera schaust, dass du auch nicht zu weit weg sitzt von der Kamera, sondern dass man merkt, du bist da, du bist präsent, du wirst gesehen. Dann musst du auch sprachlich Raum einnehmen. Häufig haben die Leute eine Sprache, so dass man nicht merkt, dass ihnen etwas wichtig ist. Wenn ich sage, ja, ich habe da noch so eine Idee, vielleicht könnten wir ja, dann habe ich schon sehr viel gesagt, aber das waren alles Weichmacher. Das heißt, eine Idee, die man könnte, ist nicht etwas sehr Attraktives. Verzichte auf solche Weichmacher. Das Wort Idee ist wahrscheinlich schon eine schlechte Idee. Sag nicht, ich habe eine Idee, sag, ich habe einen Vorschlag. Lass es uns so machen. Ich möchte, dass wir das so machen. Ich will, dass wir das so machen. Sei klar in einer Sprache, sodass die anderen merken, es ist dir wichtig. Der bekannteste Weichmacher, der am häufigsten verwendete Weichmacher in der deutschen Sprache ist eigentlich, ja, haben Sie Ihren Mann gern? Ja, eigentlich schon. Warum führt das zum Schmunzeln? Weil die Aussage, ich habe meinen Mann gern, durch dieses eigentlich ins Gegenteil verzerrt wird. Ja, was hat die denn jetzt gern oder nicht oder wie? Komisch. Das heißt, verzichte auf solche Weichmacher, rede klar, rede deutlich, nimm auch sprachlich Raum ein. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg. Probier's aus, bleib dran und gerne teil auch deine Erfahrungen in den Kommentaren. Da freue ich mich besonders drüber und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Deine Petra.